Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls durch den Cage fädeln. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, der Countdown läuft. Nur noch 4 Wochen bis zum Drop meiner neuen Modemarke. Solange ich das nicht noch einmal verschieben muss. Dann ist es soweit. Ich hoffe, bis dahin für euch gilt noch einen. Ich bin mega hyped. Ich bin momentan in den ganzen Vorbereitungen. Es gibt irrsinnig viele Probleme. Jedes Mal ist irgendein anderes Problem. Wenn du das löst, kommt es zum nächsten. Aktuell die Problematik mit den Kartonagen. Ich möchte ja, dass die Pakete bei euch zu Hause in einer edlen, paketverschlossenen Cardbox mit Logo ankommen. Und wie kommst du da hin? Das ist aber alles gar nicht so einfach. Ich bin da noch dran, die letzten Probleme zu lösen und hoffe, dass es sich ausgeht in der ersten Dezemberwoche. Seid auf alle Fälle pumped. Ich persönlich sitze auf Nadeln, ich kann es kaum noch erwarten. Ich will endlich die Pieces releasen, um zu sehen, wie sie bei euch ankommen. Ich bin mega zufrieden, mehr als zufrieden. Ich freue mich irrsinnig drauf. Ein Traum hat sich für mich erfüllt und ich hoffe, das Ganze kommt bei euch so gut an, weil ich den Fokus einfach auf Qualität und auf richtig nices Design gelegt habe. Deswegen auch die Produktion in Portugal. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, Leute. Wir kommen zu einem Video, das ihr euch irrsinnig oft gewünscht habt. Ich habe jetzt die Schlüssel für dich. Nice, Digga. Ich habe erst vor Ewigkeiten eigentlich. Mein Video 10 Arten Yeezy zu schnüren hochgeladen. Das ist sehr gut bei euch angekommen und das Top-Comment bzw. die Kommentare, die ich am meisten gelesen habe. Mach ein Video zu Schnürarten mit Adidas Ultra Boost. Jawohl, und jetzt ist der Akku Meier. Wieso? Na, ich soll dieses Video anscheinend einfach nicht aufnehmen. Ich habe mich ewig vor diesem Video gedrückt, weil ich einfach nichts mehr hasse als Schuhbänder zu schnüren, furchtbar anstrengend für mich. Und ich habe dieses Video schon mal aufgenommen, 25 Minuten lang, aber die Datei war dann einfach weg auf der Kamera. Feier ich mega extrem. Also ich nehme das jetzt zum zweiten Mal auf, allein dafür lasst auf jeden Fall ein Like da. Liebe Freunde, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Zum zweiten Mal für mich und zum ersten Mal für euch starten wir in dieses Video mit den Ultra Boost. Ihr habt euch das Video gewünscht. Ich werde euch heute 5 verschiedene Arten zeigen, die Ultra Boost zu schnüren. Ich habe für diese Zwecke hier eine zweite Kamera aufgestellt, damit ihr das besser sehen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Nummer 1. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin Nadja Haffendörfer, ich bin Channel Medium, ich bin Beraterin mit Leib und Seele, ich bin Reinkarnationstherapeutin und Quantenheilerin und ich bin reich! Nummer 1 ist der sogenannte Factory Lace, Freunde. Ich habe diesen Ausdruck direkt von dem Video 10 Arten Yeezy zu binden übernommen. Zur Korrektur muss man aber sagen, dass der Schuh nicht mit diesem Lace kommt. Der Ultra Boost kommt nicht mit dieser gebundenen Knotenvariante, sondern mit ganz normal gebundenen Schnürsenkeln. Das ist der Factory Lace, Freunde. Den kennen wir natürlich schon aus dem Yeezy Video. Es gibt mehrere verschiedene Arten. Entweder ihr hält den Knoten direkt hier am Schuh oder ihr lockert ihn etwas und habt ihn hier weiter unten. Das ist natürlich eine praktische Variante. Man braucht die Schuhe nie binden. Für all jene, die keine Schnürsenkel machen können, ist das die Variante to go. Die zweite Variante ist natürlich die Tight-Variante. Ganz einfach für all jene, die nicht wissen, wie man sich die Schuhe bindet, zeige ich es hier jetzt nochmal vor. Hasenohr, schieß ein Tor, noch ein Hasenohr und fertig haben wir hier diese Masche. Ich glaube, auf die Variante tragen die meisten von euch die Ultra Boost. Kann man natürlich, mir persönlich gefällt aber die Loose-Variante am besten und die werde ich euch zeigen. Ganz, ganz einfach. Die Loose-Variante, Variante Nummer 3. Wir lockern einfach die Bänder so weit, dass sie gerade nicht den Boden berühren, damit wir dann später beim Tragen keine Probleme haben und nicht auf unsere eigenen Bänder steigen und darüber stolpern. Dann lockern wir hier weiterhin so lange, bis der Cage richtig schön gelockert ist. Man kann hier natürlich auch noch etwas anziehen. Dann unten noch bei den letzten Bändern alles gelockert und somit hätten wir die sogenannte Loose-Variante. Für mich meine Variante to go. Gefällt mir einfach am besten, weil es sehr locker aussieht, sehr leger aussieht, weil man leicht in Schuhe reinkommt und einfach so einen coolen Flair bringt. Jetzt, Freunde, kommen wir zur nächsten Variante. Das ist eine Zwischenvariante zwischen der Tight und der Loose-Version für all jene, die den Schuh zwar gerne locker tragen würden, das heißt mit den Schuhbändern auf der Seite runterhängen, aber einfach den festen Sitz im Schuh nicht haben, wenn der Cage, das hier ist das Plastik, ist der Cage, wenn er nicht ordentlich abschließt und zugebunden ist. Dazu werde ich das Schuhband jetzt entnehmen. Ich habe auch schon gesehen, dass manche den Schuh überhaupt prinzipiell ohne Schuhbänder tragen. Ist einfach Geschmackssache. Ich persönlich würde den Schuh nicht ohne Schnürsenkel tragen. Gibt ja dafür auch uncaged Varianten. Die haben dann keinen Cage und die Schuhbänder befinden sich in der Mitte. Auch sehr, sehr cooler Schuh. Aber mir persönlich gefällt es mit Schuhbändern einfach besser. Damit wir einen besseren Unterschied sehen und ihr sehen könnt, wie die Schuhbänder eingefädelt werden, habe ich mir hier
ein Off-White-Lace vorbereitet. Die sind, glaube ich, von meinem Presslos. Dann seht ihr einfach besser, wo die Bänder hineingefädelt gehören. Und prinzipiell würde ich euch auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, verschiedene bunte Schnürsenkel in den Schuh hinein. Warum kann ich nicht reden? Wir suchen Lösungsmöglichkeiten und finden sie. Würde ich euch einfach mal empfehlen, einfach verschiedene bunte Schnürsenkel in den Schnuh hineinzufädeln. Die kann man sehr gut mit dem restlichen Outfit abstimmen und gibt einfach einen coolen Effekt und sticht einfach auch ins Auge, muss man sagen. Ich mache das immer wieder sehr, sehr gerne, passt das an meine Outfits an. So, Freunde, wir fädeln das jetzt hier unten ein. Von außen nach innen ist ganz, ganz wichtig. Dann sehen wir zum einen so, dass bei diesem Schnürsenkel haben wir hier zwei Kanten, dass die hier ordentlich abgestimmt sind und sich nicht verdrehen, das sieht nämlich sonst einfach botschert aus, wie man in Österreich sagt. Schnürsenkel auf die gleiche Länge bringen und dann geht's los. Wir nehmen zuerst den einen Schnürsenkel und fädeln hier nicht durch dieses vorgefertigte Loch, sondern in den Cage hinein. Danach drehen wir den Schuh und fahren hier durch dieses Loch hier durch, das vorgefertigte Loch im Cage. Dann drehen wir die Bänder wieder so, dass das Ganze ordentlich aussieht. Dann natürlich wieder auf der gegenüberliegenden Seite durch den Cage hindurch. Hier wieder durch das Loch. Dann bleibt uns logischerweise kein Cageplatz mehr über, sondern nur mehr das letzte vorgefertigte Loch. Und fertig sind wir mit der einen Seite. Das genau gleiche machen wir mit dem anderen Schnürsenkel. Und fertig ist der Ultra Boost geschnürt. Der Vorteil bei dieser Variante ist, man muss dazu sagen, diese Off-White Laces sind um einiges länger als die normalen, originalen Ultra Boost, die wir zuerst drinnen hatten. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass wir ebenfalls die Laces hier locker lassen können. Wir können natürlich hier noch etwas anziehen, damit wir nicht draufsteigen. Aber trotzdem einen etwas festeren Sitz haben, weil die Laces fester gebunden sind und somit kann der Schuh nicht verrutschen oder ihr schlupft unabsichtlich heraus. Das ist die Cage-Variante. Jetzt kommen wir zur letzten Variante, Freunde. Das ist eine etwas experimentelle Variante, die nenne ich die sogenannte Converse-Bundart. Warum Converse? Ganz einfach, weil wir damals so die Converse gebunden haben und ich habe das einfach mal übernommen. Während ich jetzt schon mal der Arbeit nachgehe, die ich am allermeisten hasse, diese ganzen Drecks-Laces wieder herausfädeln, könnt ihr schon mal das Video abchecken. Hier gibt es nämlich noch viele verschiedene weitere Arten, die sich von den Yeezys ganz leicht auf die Ultra-Boost übernehmen lassen. Gut, Leute, die Converse-Bundart. Let's go! Wir fahren hier durch den Cage von außen, machen einen Knoten in das Lace, so wenn man hier anzieht, dass sich das Schuhband nicht ausfädeln lässt. Dann gehen wir her und fahren einmal von außen nach innen in das vorgefertigte Lace. Anschließend auf der gegenüberliegenden Seite wieder durch den Cage, genauso wie wir das bei der Cage-Variante gehabt haben. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls durch den Cage fädeln. Dann wieder durch beide Löcher. Einmal auf der rechten Seite. Einmal auf der linken Seite. Na, komm, was ist? Und das Ganze machen wir so lange weiter, bis wir den Schuh komplett durchgefädelt haben. Einmal durch beide Cages, einmal durch beide Löcher. Was wir jetzt erreicht haben, Freunde, ist, dass wir weder Schuhbänder noch sonstiges zu sehen haben, da sich der Knoten sehr gut unter dem Cage verstecken kann und das überschüssige Schnurrband kann man jetzt einfach nehmen, einfach wie beim Factory Lace einen Knoten machen und das Ganze unter dem Cage verstecken. Wenn man jetzt den Schuh trägt, kann man hier ganz genau sehen, man sieht die Enden der Laces nicht, sondern hat eine durchgehende Bundart. Gefällt mir persönlich auch, finde ich ein nicer Look, vor allem mit bunten Schuhbändern kommt das Ganze einfach wirklich nice zur Geltung. Man kann hier natürlich grüne, orange, je nachdem, wie man es zum Outfit, zum restlichen Outfit abstimmen möchte, verwenden und ich persönlich finde das einen der nicesten Looks. Gut, Freunde, hier jetzt nochmal zum Vergleich. Wir haben auf der einen Seite die Loose-Variante, mein persönlicher Favorit, und auf der anderen Seite die Converse-Variante. Beides Varianten, die ich persönlich tragen würde, finde ich sehr, sehr nice. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, liebe Freunde. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Lace-Art euch am besten gefällt und ob es euch geholfen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt etwas extravaganter und kreativer werdet, wenn es darum geht, eure Schuhe zu binden. Macht auf jeden Fall Spaß. Also, euch hoffentlich. Mir macht das
absolut keinen Spaß. Freunde, das war's von mir. Nicht vergessen, in 4 Wochen ist es soweit. Meine neue Modemarke MAM, da heißt es auf alle Fälle am Start sein. Und später vielleicht nochmal die passenden Laces kaufen, um sie passend auf die Outfits abzustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian. Snippies.